Hallihallo, am nunmehr 21. Oktober 2020. Seit meinem letzten regulären Beitrag sind ja schon wieder ein paar Tage, mittlerweile fast Wochen wahrscheinlich vergangen. Ja, ich hatte eben aus Zeitgründen nicht die Möglichkeit, das jetzt hier im Detail festzuhalten in den letzten Tagen. Ich hatte hier viele Helfer am Start, das hat sich einfach nicht so richtig angeboten. Aber nichtsdestotrotz ist mir das natürlich wichtig und deswegen hole ich das heute einfach nach. Ich habe jetzt in der nächsten Woche Urlaub und kann jetzt hier eben auch zu regulären Tageszeiten mit ein bisschen Tageslicht auf der Baustelle hier herumkaspern und eben weiterarbeiten. Und die Zeit für den Videobeitrag wollte ich mir jetzt an der Stelle auch nehmen. Ich stehe hier jetzt nicht ganz zufällig vor dem Haus, trotz der mittlerweile eisigen Temperaturen. Also in den letzten Tagen und Wochen ist das hier echt sehr frisch geworden und sowohl nachts als auch hier zu Tageszeiten macht das weniger Spaß, sich außen aufzuhalten, beziehungsweise hier vor allem zu arbeiten. Ohne Handschuhe und so ist das teilweise echt kalt. Letztendlich stehe ich aber deswegen hier, weil wir eben auch angefangen haben, neben den vielen anderen Themen im Innenausbau mit der Garage, beziehungsweise die vorzubereiten. Das ist eben so eine fertige Elementgarage, die wir erhalten werden und die soll hier platziert werden. Das hier wäre der Einfahrtsbereich und da wird dann eben die Garage platziert. Befindet sich nachher im Wesentlichen auf zwei Streifen, also so ein Streifenfundament. Ein Streifen befindet sich hier und ein weiterer Streifen eben hier. Die sind ungefähr 1 Meter tief, beziehungsweise 1,20 Meter, weil die Bodenplatte der Garage ziemlich dick ist mit 20 cm und der Fundamentplan an der Stelle 1 Meter tiefe Fundamente nochmal vorsieht. Und auch von der Höhenlage müssen wir hier ein bisschen runtergehen, damit das im Verhältnis zum Haus und der Außenanlage dann irgendwie alles hinhaut. Darüber hinaus gibt es neben den beiden Streifen hier noch so einen weiteren Streifen, eben ja, quer dazu. Hier wird die Garage, also auch den sieht der Fundamentplan vor. In dem Fall ist das ein bisschen speziell, weil das so eine Garage mit 6 Meter Breite ist. Und um zu verhindern, dass das an der Stelle der Boden so ein bisschen durchhängt, was man eben sehen würde, wenn das Tor dann schließt und man da so eine Wölbung im Boden hat, wird eben empfohlen, auch hier nochmal so einen Streifen zu setzen und die Garage auch da an der einen oder anderen Stelle nochmal abzustützen im Einfahrtsbereich eben. Ansonsten, ja, das haben wir eben im Laufe der letzten Woche hier so weit ausgebuddelt, abgesperrt. Da wird in den nächsten Tagen eben mit weitergehen. Was es ja bei dem Thema auch noch zu beachten gibt, sind halt die Leerrohre bzw. die Verrohrungen. Zum einen die Entwässerung, die wurde seitens des Tiefbauers dort vorbereitet, wo sich das Brett befindet. Da muss eben ein Kanal rüber ins Fundament. Also das Fundament hat dann so einen Entwässerungsblock. Die Garage, das Fallrohr der Garage geht dann eben da rein. Und eine Besonderheit meinerseits ist ein Leerrohr, was sich hier bei diesem Brett befindet. Und zwar möchte ich ein Leerrohr in die Garage führen. Das soll jetzt hier in die Ecke in der Garage im Innenbereich geführt werden. Da muss dann noch eine Kernbohrung durch den Garagenboden durchgeführt werden, damit ich unter anderem eben Strom- und Datenleitungen in die Garage bekomme in Form eines Leerrohrs, sodass ich das da auch irgendwie Kabel nachziehen kann oder halt ein bisschen flexibler bin. Das ist ja, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, mir besonders wichtig bei dem gesamten Bauvorhaben. Ansonsten ist jetzt hier außen nicht viel passiert. Es ist halt eine Menge Erde angefallen, also der Erdhaufen ist jetzt gefühlt so groß, wie er auch schon war, als wir den Aushub hier gemacht haben für das Kellergeschoss des Hauses selbst. Also das ist überraschend viel, was da aus diesen zwei Streifen halt herauskommt. Kann man sicherlich ausrechnen, aber man ist dann von der Intuition her doch immer wieder überrascht, wie viel das war. Selbst der Baggerfahrer hat nicht schlecht gestaunt, als das dann hier eben doch wieder so viel Platz eingenommen hat. Ansonsten hat sich aber hier ein wesentlicher Teil der Veränderung eben im Innenbereich abgespielt. Und da nehme ich euch jetzt mal mit auf eine kleine Videodokumentationsreise und zeige euch das jetzt mal aus der Nähe im Detail. So, mittlerweile also hier jetzt im Innenbereich bei verschlossener Haustür. Also wir befinden uns im Eingangsbereich, um genau zu sein. Hier dann das Treppenhaus. Und leider ist es auch hier drinnen noch relativ frisch, beziehungsweise im Prinzip ist das die gleiche Temperatur wie auch außen. Wir haben zwar Fenster und ein Dach hier mittlerweile über dem Kopf, aber wir haben halt auch auf der anderen Seite hier noch Öffnungen in der Wand, einfach weil hier die Wohnraumbelüftung in dem Fall zum Beispiel noch nicht verbaut ist, die Mauer noch nicht verschlossen ist und dementsprechend findet hier nach wie vor ein reger Luftaustausch statt und daher ist es hier einfach nach wie vor ziemlich kalt. Hier im Erdgeschoss, im Wohn-, Ess- bzw. im Küchenbereich, da ist im Prinzip nicht viel passiert in den letzten Tagen. Also man kann das schon sehen, hier hängen halt eine Menge irgendwie Leerrohre von der Wand. Die Dosen sind schon eingegipst, das war aber beim letzten Mal auch schon so. Also ein Großteil der Arbeiten sind jetzt hier in dem Bereich auch schon im Prinzip abgeschlossen, bzw. die Dosen sind eingegipst. Man muss halt in Bezug auf die Leerrohre da noch ein bisschen Ordnung schaffen.
die dann an der Decke montieren, dass die Verputzer nicht stören, beziehungsweise am Boden irgendwie so führen, dass die halt möglichst wenig stören bei den Verputzarbeiten. Also da ist schon im Detail nochmal ein bisschen was an Aufräumarbeiten zu erledigen, aber das ist jetzt im Vergleich zu der eigentlichen Gipserei, zu dem eigentlichen Montieren und Zuschneiden der Leerrohre zum Fräsen der Kanäle dann nicht weiter der Rede wert an Arbeitsaufwand. Was hier halt insbesondere noch fehlt, ist hier in diesem Bereich, hier im Wohnzimmerbereich, das wird so die Wohnwand werden. Hier soll der Fernseher später montiert werden. Und hier kann man schon sehen, da muss man zum einen noch die Dosen machen, zum anderen habe ich mich hier auch erlaubt, einen breiteren Kanal in die Wand zu fräsen, zu stemmen. Und hier soll eine spezielle Art von Leerrohr eingesetzt werden, ein Multimedia-Leerrohr von Fränkische, MMR heißt das, glaube ich. Das ist halt, hat so eine leicht ovale Form, ist breiter als tief und hat einfach den Vorteil, dass man hier diverse Multimedia-Kabel, HDMI-Kabel und solche Geschichten bequem durchziehen kann, ohne jetzt bei so einem runden Rohr mit irgendwie M25, M32 Durchmesser, da kriegt man halt die Kabel mit Steckern nicht durch. Hier ist das dann kein Problem, die sind extra dafür ausgelegt und dementsprechend war die Idee eben, das hier zu montieren, damit man einfach die Möglichkeit hat, hier auch nochmal Multimedia-Geräte und so weiter wie Unterputz schön zu verstecken. Ansonsten ist jetzt hier in dem Bereich, im Wohnbereich, eben nicht allzu viel passiert. Man kann aber sehen, ich nutze den Raum halt hier vor allem als Stau- oder Lagerraum für Werkzeug und noch nicht verwendetes Material. Also hier stehen eine Menge Leerrohre nach wie vor herum und irgendwie Holz, das ich noch später benötige, sowie halt irgendwie Rotband, Gips. Also hier gibt es quasi keine Ecke, in der nicht irgendwie Material oder Werkzeug herumsteht. Aber all das wird dann hoffentlich, sobald das dann verarbeitet ist und nicht mehr gebraucht wird, sich ein bisschen entschärfen, die Situation. Aktuell, man kann sich schon noch bewegen, aber wie gesagt, in jeder Ecke steht dann doch irgendetwas und langsam wird es schwer, wenn man jetzt neues Material hier an die Baustelle bringt, da noch Platz für zu finden, ohne sich das in den Weg zu stellen. Eine weitere Veränderung gegenüber dem letzten Mal hier im Erdgeschoss, beziehungsweise im Prinzip in allen Geschossen, die ist jetzt hier hinter mir zu sehen. Und zwar haben wir uns relativ spontan dazu entschlossen, eine zentrale Hausstaubsaugeranlage zu installieren. Da mehr zu den Gründen, zu der Motivation und warum wir uns für dieses System entschieden haben, gibt es an anderer Stelle sicherlich auch nochmal. Letztendlich ist es aber so, dass man jetzt hier eine Art Box installieren muss. In unserem Fall wollen wir das eben unterputzen erledigen, sodass man hier wirklich nur so eine kleine Klappe hat. Aus dieser Klappe, wenn man die öffnet, kann man dann halt den Saugschlauch herausziehen, sowie auch die Saugutensilien. Also da gibt es dann das Teleskoprohr und halt irgendwie den Aufsatz mit den Bürsten und so weiter, all das verschwindet unter Putz, aber man muss halt entsprechend Raum schaffen in der Mauer, um das installieren zu können. Das haben wir jetzt hier im Erdgeschoss an der Stelle getan. Man muss halt schauen, dass man das irgendwie halbwegs zentral im Geschoss macht, sodass alle Ecken quasi zugänglich bleiben von der Schlauchlänge, die einem zur Verfügung steht. Und darüber hinaus muss man halt dann mit den Saugleitungen nach oben gehen in unserem Fall. Also wir wollen das in der abgängigen Decke installieren. Es gibt auch die Möglichkeit, dass natürlich, wenn man das im Vorfeld schon richtig plant und weiß, für welches System man sich dann entscheidet, das in der Betongeschossdecke selbst zu erledigen. Und dementsprechend muss man hier halt einfach eine Menge Raum schaffen im Mauerwerk. Und man kann das hier sehen jetzt vielleicht. Ist dann jetzt, wenn man das so im Nachhinein sieht, gar nicht mal so groß und so tief und so viel. Aber wenn man jetzt hier an den Schuttberg denkt, das war hier wirklich eine Menge an Schutt, der angefallen ist. Mittlerweile sind wir damit mit diesem Thema jetzt hier eben durch. Wir werden jetzt diese Box hier in einem nächsten Schritt in den nächsten Tagen installieren und dann halt das Ganze verrohren. Diesbezüglich gibt es auch hier noch ein interessantes Detail. Und zwar muss man ja eine Saugleitung zu diesen Boxen führen. Und hier im Treppenhaus zum Beispiel haben wir einen weiteren Schacht schaffen müssen. Den kann man jetzt hier sehen, der dann nach oben führt vom Keller, wo sich eben der zentrale Staubsauger befindet. Und über diesen Schacht werden wir halt die Saugleitung, die wird in dem Schacht geführt und da wird der Schmutz letztendlich weggesaugt. Das wird dann hier an der Stelle in der abgängigen Decke eben, wie gesagt, geführt bis zu dieser Box und geht dann auch weiter nach oben hier an der Stelle zur nächsten Box hier im Obergeschoss, beziehungsweise auch im Kellergeschoss gibt es eine solche Öffnung in der Wand, beziehungsweise da wird sich nachher eine solche Box befinden und all die sind halt mit so einer zentralen Saugleitung miteinander verbunden. Eine weitere Veränderung hier im Treppenhaus, die sich neu ergeben hat in den letzten Tagen, ist, dass der Treppenbauer hier uns den Stufenverlauf angezeichnet hat. Also hier kann man, wenn man weiß, wo man hingucken muss, sieht man auch hier schon den Strich. Da drüben ist es aber deutlich einfacher und besser zu erkennen. Und zwar kann man hier jetzt eben den Verlauf sehen von dieser Stufe, die geht dann hier weiter.
und auch dort und so weiter wird es jeweils einzelne Stufen geben. Der Hintergrund hier ist jetzt, dass wir eben eine Treppenbeleuchtung haben wollen, eine Stufenbeleuchtung, sodass man hier jetzt eben ein entsprechendes Profil installieren und positionieren kann. Und dafür muss man halt einfach wissen, wo sich die Stufen befinden, damit man das jetzt im Vorfeld eben vorbereiten kann. Ein weiteres Detail ist jetzt hier ganz gut zu sehen, und zwar habe ich mittlerweile alle Rollokästen hier soweit seitlich angebaut. Man kann sehen, hier schimmert das Licht so durch und das ist eine etwas größere Öffnung. Also hier wird eine Dose gesetzt werden und durch die Dose, also das kann man hier auch schon sehen, wird halt einfach das Leerrohr in den Rollokasten geführt. Der Hintergrund an der Stelle ist, dass hier quasi auch an dieser Stelle möchte ich einfach diese Flexibilität haben, die mir ein Leerrohr gibt, sodass ich hier im Nachgang auch Kabel hinein oder herausziehen kann. Wir werden jetzt am Anfang oder halt der Plan ist hier an der Stelle Motoren, native KNX-Motoren zu verwenden. Das heißt, der Motor selbst spricht KNX, der hat eine Stromverbindung und eine Datenverbindung und kann halt mit KNX umgehen. Das ist aber durchaus nicht üblich, beziehungsweise es gibt nicht allzu viel Auswahl in dem Segment und in den meisten anderen Fällen löst man das eben mit ganz klassischen Motoren und einem Jalousieaktor, den man irgendwo zentral setzen muss. Wir wollten es jetzt hier ein bisschen dezentral an der Stelle. Es kann aber sein, dass es diese Motoren vielleicht in 10, 15 Jahren gar nicht mehr gibt oder dass es vielleicht eine andere Technologie gibt, auf die man setzen möchte oder muss. Und dementsprechend sind Leerrohre sicherlich nie verkehrt. Man muss halt zum einen jetzt schauen, dass man das Leerrohr selbst abdichtet. Also das sind wie gesagt ein 25er Leerrohr und 28er Loch. Das heißt, ich werde das hier auch nochmal schön mit Silikon oder mit Gips irgendwie abdichten müssen. Zum anderen muss man aber auch das Leerrohr selbst, wenn es dann nach außen führt, eben mit einem Dichtstopfen selbst nochmal abdichten und dann zusehen, dass nur das Kabel herausschaut, sodass eben durch das Leerrohr irgendwie keine Luft nach außen oder nach innen gelangt, weil auch das ist ein Energieverlust und auch das bereitet Probleme beim Blower-Door-Test, wenn man hier einen Überdruck im Innenbereich aufbaut und da zischt dann zu jedem Rollokasten die Luft heraus. Das heißt, es gibt dann spezielle Dichtstopfen, die man in das Leerrohr hineinsetzt und dann wird dadurch eben die Luftzirkulation unterbunden. An der Stelle kann man das jetzt vielleicht nicht ganz so gut sehen, aber dafür an allen anderen Stellen hier. Ich werde auch jeden Rollokasten von zwei Seiten hier anfahren, sowohl von links als auch von rechts. Im Prinzip würde es von einer Seite sogar schon reichen. Also ich kriege das Kabel, das Stromkabel und das KNX-Kabel durch ein Leerrohr hindurch. Und das muss in dem Fall sogar von links kommen. Ich habe mich aber auch dazu entschlossen, auch nochmal von rechts das Ganze anzubauen, weil ich in dem Bereich eh ja, diesen Strang habe und die Dose oben habe. Und das bietet mir den Vorteil, dass ich auch hier nochmal flexibler bin, eventuell nochmal Kabel nachziehen kann. Insbesondere vielleicht nicht mal so sehr für den Rollokasten selbst oder für den Rollomotor, sondern vielleicht auch für eine Beleuchtung, wenn man nachher hier irgendwie den Fensterrahmen irgendwie von außen mit ja, bezüglich Weihnachten irgendwie beleuchten möchte, hat man hier halt die Möglichkeit, dann nochmal zusätzlich zu der Zuleitung zum Motor nochmal ein paar Kabel da rauszuführen. An einigen Stellen, da musste man dann doch ein bisschen kreativer werden, beziehungsweise da hat das halt so mit dem seitlichen Hineinbau nicht geklappt. Hier an der Stelle, das ist jetzt das Gäste-WC unten, da ist das sehr ja, beschränkter Raum, sehr eng. Und man kommt tatsächlich mit dem langen Bohrer weder von links und insbesondere nicht von rechts irgendwie mit dem Bohrer heran. Das heißt, an der Stelle habe ich hier tatsächlich von vorne einbauen müssen und dann halt das Stück irgendwie herausgestemmt oder herausgebrochen, herausgefräst. Kann man auch hier ganz gut sehen. Und dann geht es halt an der Stelle zu der Dose. Also an manchen Stellen, das war hier und auch in der Küche und so weiter, da ging das einfach aus diversen Gründen nicht anders. Aber auch hier ist das Ende vom Lied hoffentlich, dass ich eben mit zwei Leerrohren sowohl von links als auch von rechts in den Rollokasten hineinfahre. Das dürften jetzt hier die wesentlichen Veränderungen im Erdgeschoss gewesen sein. Wir können uns jetzt nochmal die anderen Geschosse ansehen, insbesondere mal das Kellergeschoss. Also da hätte ich gerne mehr zu zeigen und mehr ja, zu dokumentieren. Da ist leider in den letzten Tagen und fast Wochen schon nicht allzu viel passiert. Die Heizungs- und Sanitärinstallateure, das hätte schon im Laufe der letzten Tage passieren sollen. Ich hoffe, dass sie das jetzt im Laufe der Tage dann mal ja, hier mal auf der Baustelle erscheinen und ihre Arbeit nachgehen. Es gibt halt hier, also auch das hier ist im Prinzip zum Lager verkommen. Wir lagern hier gerade die Sanitärobjekte, irgendwie Werkzeug, Staubsauger in dem einen Raum. Und im anderen Raum, da befindet sich die zentrale Hausstaubsauganlage, um die es ja zum Beispiel bei den Stemmarbeiten ging. Also das ist zum einen der Staubsauger selbst, so wie halt diverses Rohr und anderes Material. Dies hier zum Beispiel ist die Unterputzbox, um die es ging, da hatte ich euch ja die ausgestemmte Wand gezeigt. Und hier in dem Fall, das ist die Box, die dann eben ja, verschwinden soll in der Wand. Und das zeige ich euch jetzt hier nochmal ganz kurz im Detail, wie das aussehen soll.
Es wird nämlich auch hier im Kellergeschoss eine, ja, so diese Bingo-Loop-Box, diese Wallbox geben, die eben in der Wand verschwindet, aus der man dann seine Staubsaugerutensilien herausziehen kann und mit der man dann eben staubsaugen kann. Wir haben uns in dem Fall jetzt hier im Kellergeschoss eben auch eine entsprechende Öffnung in der Wand geschaffen. Die schaut sehr ähnlich zu dem, was man auch schon im Erdgeschoss sehen konnte. In dem Fall befindet sich das hier im Treppenauge, auch das ist halt sehr zentral hier im Geschoss. Und diese Box, diese Bingo Loop, die installiert man jetzt halt in etwa so. Das muss man halt dann noch ja, fixieren und eben wieder verschließen. Das wird dann noch angeschlossen über diese Öffnungen hier oben an diverse Rohre. Also zum einen an die Rohre, die den Schlauch eben aufnehmen, zum anderen an die Absaugleitung selbst. Und was man letztendlich, wird man dann nur diese Öffnung hier haben, aus der man, da kommt dann eben wird noch eine Klappe montiert und da kann man dann eben alles herausziehen. Wie gesagt, zu dieser ganzen Anlage gibt es an anderer Stelle sicherlich noch mehr Material. Das ist jetzt erstmal nur die Dokumentation bezüglich des aktuellen Baufortschritts und dass das eben in den letzten Tagen hier passiert worden ist. Das sind vorbereitende Maßnahmen. Der Staubsauger selbst und die gesamte Anlage ist noch nicht installiert. Das befindet sich alles noch hier. Die Idee ist, diesen Staubsauger, das ist ja doch ein etwas größeres Gerät, da gibt es dann unten diesen Abfallbecher und da wird halt der Dreck gesammelt und den wollen wir hier installieren im Hauswirtschaftsraum. Da wird es jetzt aktuell, es ist dann natürlich noch dunkel. Hier jetzt nochmal die entsprechende Wand im Hauswirtschaftsraum. Hier soll eben der zentrale Staubsauger nachher installiert werden, irgendwo an dieser Wand. Und dann gibt es halt über die abgehängte Decke die zentrale Saugleitung, über die der Schmutz eben abgesaugt wird. Der Schmutz selbst wird in einem Behälter im zentralen Staubsauger eben gesammelt werden. Und dann gibt es eine weitere Leitung, die dann eben herausführt aus dem Gebäude. Da wird dann eben die Fortluft herausgeführt. Und an der Stelle mussten wir tatsächlich nochmal einen Deckendurchbruch schaffen. Das hat einiges an Zeit und Nerven gekostet. Wir mussten hier durch 25 cm Stahlbeton bohren mit so einem Kernbohrer. Wie gesagt, das hat doch einiges an Zeit gekostet. Ist halt der Tatsache geschuldet, dass wir an der Stelle uns erst im Nachgang für diese Anlage entschieden haben. Wenn man das im Vorfeld gewusst hätte, hätte man das halt einfach vorher entsprechend schon mit eingeplant. So, jetzt befinden wir uns doch nochmal im Erdgeschoss und zwar im Wohn- und Esszimmerbereich. Also hier, das ist das Esszimmer. Genau unter uns befindet sich der Hauswirtschaftsraum, in dem eben auch der zentrale Staubsauger installiert werden soll. Und da gibt es ja die besagte Fortluftleitung, einfach um den Überdruck bzw. insbesondere auch den Feinstaub nach außen zu befördern, damit man halt anders wie bei einem normalen Hausstaubsauger diesen ganzen Feinstaub nicht im Innenbereich aufwirbelt, sondern den nach außen befördert. Und dafür muss man eben auch in den Außenbereich irgendwie kommen. Aus dem Kellergeschoss ist das gar nicht so einfach gewesen an der Stelle, weil ja, man befindet sich im Erdreich und das bietet sich halt nicht gerade an. Dementsprechend muss man erstmal nach oben kommen. Und wie wir das gelöst haben, ist an dieser Stelle in der Wand mit ja, so einer Kernbohrung. Ich schalte auch hier nochmal das Licht ein. Und zwar, man kann ja auch das noch erahnen, das ist halt hier an der Stelle rund. Man kann auch da das Eisen noch sehen. Und wir mussten halt hier so ein bisschen Wand aufstemmen, sind dann hier mit so einem Bohrer nach unten gegangen, sind unten, wie man sehen konnte, ja auch angekommen. Und jetzt wird halt das Rohr hier hochgeführt und wird dann an der Stelle auch nach außen geführt werden. Und da gibt es dann so eine Ausblasklappe, die sich halt nur öffnet, wenn der Staubsauger eingeschaltet ist. Dann geht da die Luft raus, dann schließt sie die Klappe, dann kommt da auch keine Wasser, keine Feuchtigkeit herein. Und die Klappe selbst, die wird sich hier an der Stelle an der Außenwand befinden, eben über dem Erdreich, über dem späteren und sollte dann hoffentlich niemanden weiter stören an der Stelle. So, und von hier aus können wir uns jetzt auch mal eben ins Obergeschoss befinden. Da hat sich jetzt, oder ich habe meinen Großteil der Zeit in den letzten Tagen hier verbracht. Auch hier geht es im Wesentlichen um die Elektroinstallation, um das Setzen von Dosen, um das Belegen von Leerrohren. Also zunächst einmal auch hier wieder im Flur, ziemlich zentral im Geschoss, gibt es diese Öffnung in der Wand, um eben diese Box hier zu installieren. Probeweise gab es hier eben auch diese Leitung, die haben wir insbesondere gebraucht, weil wir ja über das Treppenauge die zentrale Saugleitung hier hochführen werden. Die geht dann hier hinten in der Wand eben weiter und wird dann hier im Bad nach oben in die abgehängte Decke geführt und wird dann von da aus weitergeführt eben zu der Unterputz-Bingo-Loop-Box, die sich dann hier befinden wird.
wie gesagt, zu der Installation der zentralen Staubsauganlage, da gibt es dann nochmal separate Videos, wird es dann nochmal geben. Da geht es ja zum einen um die Verrohrung, zum anderen eben um das Testen dieses Einzugsschlauches und so weiter. Und all das werde ich separat nochmal ausführlich dokumentieren. An der Stelle wollte ich eben nur zeigen, dass hier wir einen Großteil der Zeit damit verbracht haben, hier die Wände entsprechend vorzubereiten, um das überhaupt installieren zu können. Ansonsten ging es halt hier im Obergeschoss vor allem um das Gipsen von Dosen, um das Verlegen von Leerrohren, um das Einkürzen der Leerrohre, all diese vorbereitenden Maßnahmen eben. Das ist jetzt hier in dem Fall das Schlafzimmer. Hier zum Beispiel soll das Bett stehen, links und rechts davon die Nachtkästchen mit Schaltern und Lichtern und so weiter. Und die Idee ist hier einfach, dass man von unten die Leerrohre in diese Boden, in diese estrichbündigen Bodenkanäle führt. Dann geht das halt in diesem Strang nach oben durch die ganzen Dosen hindurch und oben weg geht es dann in die abgehängte Decke bzw. halt dann in das Dachgeschoss, sodass man auch die Dosen von oben anfangen kann und so eben diese einzelnen Stränge von oben und von unten anfangen kann. Das habe ich jetzt hier eben an der Stelle im Schlafzimmer an jeder Stelle so gemacht. Das wird die Wand werden, an der dann vielleicht der Fernseher montiert werden wird später. Auch hier gibt es dann nochmal Steckdosen in Höhe des Fernsehers, sowie dieses Multimedia-Leerrohr, das ich hier eben einsetzen möchte, sodass ich auch hier nochmal Multimedia-Komponenten oder Kabel hindurchziehen kann. Und auch hier in der Ankleide, in der späteren, selbes Konzept. Also es gibt hier halt eine Unmenge von Dosen im Bodenbereich für irgendwie Schrankbeleuchtung und Co. Und nach oben weg geht das dann jeweils in diesen Deckendurchbruch, sodass man dann oben quasi im Dachgeschoss wieder ankommt. Ja, und so oder so ähnlich schaut es halt im gesamten Geschoss aus, beziehungsweise noch nicht, aber zumindest ist das der Plan. Also ich befinde mich jetzt hier zum Beispiel in der Kinderzimmer. Auch hier gibt es halt eine Unmenge von Leerrohren, von Dosen und Leerrohren. All die führen dann eben unten in so Boden, in diese estrichbündigen Bodenkanäle und nach oben hinweg eben in diesen Deckendurchbruch hin zur, also über die abgehängte Decke in den Deckendurchbruch, sodass man diese Stränge eben von unten und von oben anfangen kann. Bei den Kinderzimmern ist es natürlich deutlich schwieriger zu antizipieren, wie diese im Laufe der Zeit genutzt werden, wo das Bett, der Schreibtisch oder was auch immer dann eben hinkommt. Das ist dann, wird sich im Laufe der Jahre auch ändern. Dementsprechend muss man halt hier flexibel zu bleiben, entsprechend viele Dosen zu setzen, muss man entsprechend viele Dosen setzen. Und ich hoffe, dass mir das an der Stelle gelungen ist. Ich bin mal gespannt, ob ich mich in 10, 15 Jahren dann ärgere, dass ich doch noch an der einen oder anderen Stelle eine vergessen oder eine falsch gesetzt habe. Was es hier ein bisschen erschwert hat in beiden Kinderzimmern tatsächlich, ist dieser Stahlüberzug. Also wir haben hier im unteren Bereich diesen Überzug. Und den sollte man aus statischen Gründen also nicht wahrscheinlich nicht anbohren. Ich habe jetzt hier, natürlich wäre es schön, hier auch diese auf 30 cm diese klassischen Steckdosen zu haben. Aber das habe ich mir dann doch nicht getraut. Und wahrscheinlich wäre das statisch nicht so gut gewesen, wenn ich den von beiden Seiten jetzt so massiv eben angefräst und angebohrt hätte. An der Stelle geht es jetzt hier wirklich nur nach oben weg und kann eben über die abgehängte Decke angefahren werden. Ich werde hier diesen bodenbündigen Kanal eben, diesen estrichbündigen Bodenkanal haben, sodass ich hier an der Stelle auch noch meinen Bodenbereich, Steckdosen und Netzwerkanschlüsse habe. Und ja, manchmal muss man eben auch mit solchen Kompromissen sich dann zufrieden geben. Und hier im zweiten Zimmer, da herrscht eben das absolute Chaos, mehr oder weniger. Also ich bin jetzt hier mit den vorbereitenden Maßnahmen soweit fertig. Ich habe die Leerrohre eingekürzt, die Dosen vorbereitet. Die muss man ja alle hier irgendwie anbohren, sodass die dann wie so eine Perlenkette auf, dass man hier sowieso Perlen auf so eine Kette eben aufspannen kann auf das Leerrohr. Dann muss man hier die Öffnungen in der Wand schaffen, die Schlitze in der Wand schaffen. Oben habe ich das jetzt jeweils mit solchen Halteclips eben befestigt an der Decke. Und jetzt geht es eben darum, das Ganze einzugipsen. Man kann aber sehen, hier schaut das eben noch aus wie Kraut und Rüben. Auch diese Wand, all das muss eben noch hier eingegipst werden. Das wird jetzt die Aufgabe werden für heute zum Beispiel. Und dann bin ich zumindest auch hier im Obergeschoss mit den Kinderzimmern, mit den Bereichen, in denen man lebt, fertig. Dann gibt es hier noch den Flur und das Bad. Da gibt es aber dann hoffentlich deutlich weniger Dosen. Und auch das muss jetzt in den nächsten Tagen eben noch passieren. Ja, ich befinde mich jetzt hier an der Stelle nochmal hier im Bad, genau genommen vor dem späteren Waschtisch. Also an der Stelle hier soll jetzt eben so ein Waschtisch montiert werden. Darauf befindet sich dann das Waschbecken mit dem mit dem Wandauslauf, sodass man sich an der Stelle eben dann waschen und Zähne putzen kann und so weiter. Hier an der Stelle, da kann man ja sehen, befindet sich so eine Nische in der Wand. Da möchte ich ein Smart Mirror bauen. Und die Idee ist einfach, dass man hier quasi so einen halbdurchlässigen Spiegel installiert, den dahinter ein
einen Monitor installiert und dann kann man da halt verschiedenste Informationen, Wetterberichte, sonst was anzeigen lassen. Diese ganze Nische möchte ich zusätzlich noch ausleuchten, irgendwie indirekt mit LEDs. Und dementsprechend, ja, bietet sich das halt einfach an, hier eine Vertiefung in der Wand zu schaffen, damit man jetzt hier keinen Zentimeter hohen Aufbau hat. Dann würde man ja dann von der Seite sehen und das schaut dann aus zumindest meiner Meinung nach nicht ganz so edel aus. Darüber hinaus haben wir hier im Bad jetzt zum Beispiel an der Stelle noch weitere Vertiefungen geschaffen. Das ist jetzt hier die Stelle, an der das WC eben installiert werden wird, mit ja, so einer kleinen Schamwand. Mittig davon wird sich eben das WC in der Spülkasten befinden. Auch hier haben wir hier nochmal so eine Duschnische oder so eine Nische geschaffen, gekauft tatsächlich. Also wir haben eine Vertiefung in der Wand mit den richtigen Maßen geschaffen und dann so eine montagefertige Duschnische an der Stelle gekauft. Die hat einfach den Vorteil, dass die Ecken hier wirklich alle rechtwinklig sind, dass das Ganze aus dem Material, ich glaube XPS ist, was in sich nochmal wasserfest ist. An der Stelle wäre das natürlich nicht notwendig gewesen. Hier beim WC, da rechnet man nicht mehr so viel Wasser. Aber gerade im Duschbereich, auch da haben wir eine ähnliche Konstruktion vorgenommen. Kann man jetzt hier sehen, hier halt dann die Variante quer dazu. Und auch hier werden wir diese Nische einsetzen. Wir haben mehrere davon. Und die Idee ist halt einfach hier an der Stelle wirklich, dass man mit diesen rechtwinkligen Ecken zum einen das Leben des Fliesers deutlich einfacher macht, sodass der hier halt sauber fließen kann. Zum anderen aber auch, dass man das Ganze ordentlich abdichtet. Hier fließt eine Menge Wasser, man duscht hier wirklich. Also hier wird sich der Duschkopf befinden, sodass sich quasi das Wasser hier rausläuft. Man wird sich hier hinstellen zum Duschen und hier wird quasi alles stetig vollgespritzt. Man muss halt unten schauen, dass man Gefälle leicht macht, damit das Wasser abfließen kann, da nicht drin steht in dieser Nische. Aber über die Jahre möchte man halt einfach kein Wasser im Mauerwerk haben. Und ja, deswegen bietet sich das einfach an der Stelle mit Materialien zu arbeiten oder mit so montagefertigen Duschnischen zu arbeiten. Die sind nicht ganz billig, aber dass der Schaden, der entstehen könnte, gerade im Duschbereich, der ist dann doch, überwiegt dann doch. Und ich glaube, man kann da sehr gut argumentieren, das Geld, ich glaube 100 Euro waren das in dem Fall, zu investieren an der Stelle. Ich befinde mich jetzt hier wieder im Erdgeschoss. Ich glaube, ich bin jetzt auch im Obergeschoss soweit durch. Ich habe alle Veränderungen, die sich ergeben haben in den letzten Tagen und Wochen, eben nochmal festgehalten hier auf Video. Man könnte jetzt natürlich meinen, das sei gar nicht so viel, aber im Detail ist da doch einiges passiert, insbesondere halt bei den Dosen. Also da kann man, ich möchte das am Ende mal tatsächlich ausrechnen, wie viel Stunden oder wie viel Zeit mich tatsächlich jede Dose einzeln im Durchschnitt gekostet hat, weil gerade mit den vorbereitenden Maßnahmen, mit dem ja, Herausmessen, mit dem Bohren und Fräsen, mit dem Herausstemmen, mit dem Gipsen, mit dem Einkürzen des Leerrohres und so weiter. Ich gehe davon aus, da ist man bei einer, zwei, drei Stunden pro Dose. Und wenn man das dann halt hochrechnet, bei hunderten Dosen, da kommen dann doch ganz schöne Zeiten zusammen. Parallel dazu gibt es ja noch den zentralen Staubsauger, parallel dazu gibt es noch die Garage, parallel dazu gibt es auch noch viele Dinge, die man im Video gar nicht sieht oder auch gar nicht zeigen kann, nämlich die ganze Koordination im Hintergrund, die Gespräche mit den Bauleitern, mit den verschiedensten Gewerken, mit irgendwie den Lieferanten, zum Beispiel jetzt in dem Fall bei der Haustür war ich jetzt länger beschäftigt, irgendwie die von der Automatisierung her, von der Anbindung her, das zu bestellen oder das geliefert zu bekommen, das ich auch möchte. Und dementsprechend, ja, so ein Hausbau ist nicht ohne, was den Zeitaufwand aufgeht. In unserem Fall, klar, wir machen sehr viel hier in Eigenleistung, da ist das nochmal was anderes, aber selbst ohne diese Komponente ist das doch nicht zu unterschätzen, wenn man eben da in jedes Gewerke mit eingreift, da überall mitspricht, was halt bei so einem Smart Home durchaus sinnvoll und notwendig ist, dann ist das einfach ja, zeitaufwendig. Das ist jetzt auch wenig überraschend, aber wenn man dann da mal drin ist in diesem Hamsterrad, dann ja, ist das doch nochmal was anderes, als da abstrakt von zu sprechen. Dementsprechend, es hilft nichts, ich muss jetzt weiterarbeiten. Ich mache mich da jetzt eben an das Eingipsen von weiteren 50 oder 100 Dosen heute und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis dann, ciao.